Das Empire Magazine hat uns neues exklusives Footage zur Ahsoka-Serie geliefert, worüber wir mal reden werden. Denn es hat für ordentlich Verwirrung im Fandom gesorgt. Wir hatten da zunächst einmal dieses Bild hier, wo sich die Fans halt fragen, okay, warum trägt Ahsoka da nicht den weißen Umhang und diesen Stock, wenn das doch die Szene ist, die wir im Rebels-Finale sehen. Alles andere ist sonst gleich. Sabines Aussehen, sie hat Ezras Lichtschwert, die sind vor diesem Gemälde und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das eben eine andere Stelle in der Timeline ist und das gar nicht, wie die meisten gleich angenommen haben, das Ende von Rebels in Live-Action sein soll. Warum die da aber an dem Fleck jetzt nochmal sind, das weiß ich auch nicht. Man könnte jetzt aber auch, wenn man ganz genau ist, sagen, yo, Sabines Haare sind etwas länger als in Rebels, also ist es einfach etwas später. Würde Sinn machen. Aber wir wissen ja, dass Disney das mit dem Charakterdesign nicht so genau nimmt, deswegen theoretisch könnte das auch genau die Szene sein und die haben die Haare hier etwas länger gelassen. Was meint ihr? Hier sehen wir jetzt Ahsoka wohl auf der Ghost und was ihr da im Hintergrund seht, ist eine Karte der Galaxis. Im Artikel zu diesem Footage erzählt Dave Filoni ein wenig, wie Ahsokas Situation so ist, dass sie quasi so ein Lone Wolf ist, also komplett alleine, da es ja kaum Leute ihrer Art gibt und ein Jedi ist sie ja auch gar nicht mehr, sie hat sich ja bereits von denen losgesagt, bevor die meisten von ihnen ausgelöscht wurden. Generell hat sie auch genug von diesen ganzen mächtigen Organisationen, wie Filoni sagt. Und worauf das alles für mich hindeutet ist, dass es da womöglich gewisse Differenzen zwischen Ahsoka und der neuen Republik geben wird, die ja wahrscheinlich vor allem in den ersten 4 Episoden der insgesamt 8 Folgen eine wichtige Rolle spielen wird. Was sind so eure Erwartungen bezüglich der Ahsoka-Show? Gerne mal unten reinschreiben. Ansonsten geht's hier im Abspann jetzt zu einer der verstörendsten Geschichten in Star Wars, nämlich die von Maul und seiner Freundin während seiner Kindheit und Jugend. Den Bums wollt ihr nicht verpassen, das sage ich euch.